Schönen guten Tag, hallo, herzlich willkommen zurück bei Black Mesa. Zunächst eine schlechte Nachricht. Black Mesa hat ja ein neues Update bekommen. Das Kapitel Surface Tension wurde überarbeitet und hat eine ordentliche Erweiterung bekommen, über eine Stunde mehr Spielzeit. Das gucken wir uns vielleicht auch nochmal an, dass ich dieses Kapitel mir nochmal gesondert angucke. Naja, dafür sind meine Safe Games nicht mehr verfügbar. Ne? Deine Safe Games stimmen nicht mit der aktuellen mit dem aktuellen Spielstand überein. Jetzt muss ich das komplette Kapitel hier nochmal machen. Und Leute, das ärgert mich etwas. Deswegen rasen wir jetzt hier mal durch. Ne? Ich könnte sowas natürlich auch offscreen machen. Werde ich aber nicht. Ich weiß nämlich auch gar nicht mehr so genau, wo wir jetzt zuletzt waren. Ich hatte nämlich dermaßen viel im Vorfeld aufgenommen. Dass es echt schon lange her ist, dass ich gespielt habe. Aber es ärgert mich jetzt natürlich, ne, ist klar, weil ich möchte auch gerne hier vorankommen. Tut mir leid, denn das Spiel läuft jetzt, hallo, auch schon lang genug. Deswegen werden wir jetzt der Hardcore-Gamer sein. Mach die Dinger kaputt, los! So, wir wissen ja, dass da hinten die Mistviecher sind. Deswegen... Huch, gucken wir mal schnell. So, die können sich diesen Viechern jetzt erstmal widmen. Und dann rushen wir hier gleich durch. Ach man, das ärgert mich echt total, Leute. Fuck you, echt. Haben wir's? Hier waren doch eigentlich mal drei. Egal. So, dann rasen wir jetzt mal weiter. Ah ja, stimmt ja. Achso, ich bin ja fast vollständig aufgeladen. Hier gab es wieder viel Zeug. Fuck ey, das nervt mich richtig. Ich bin echt betrübt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir hier waren zuletzt. Ach ja! Das war diese Kacke mit den Mädchen. Oh shit. Leute, dann haben wir aber echt ein ganz schönes Stück jetzt verloren durch dieses Update. Fuck. Ne, wisst ihr was? Das mache ich doch offscreen und dann jumpen wir mal an die Stelle, wo ich zuletzt war. Okay, bis später. Ja, das war ein ganz, ganz, ganz kurzer Cut quasi. Denn ich habe mir die letzte Folge nochmal angeguckt, die ich dann veröffentlicht habe. Und so weit war ich noch gar nicht bei dem Kapitel Lambda Core. Ich hatte hier die ganzen Mädels in dieser Ecke kaputt gemacht. Mehr aber noch gar nicht. Da habe ich mich aber irgendwie ein bisschen vertan vom Gefühl her. Ich dachte, ich wäre schon total weit gewesen, was nicht so war. Ja, ist natürlich prima. Dann machen wir mal hier ganz normal weiter. Ich war eigentlich nur durch die Tür gegangen, die in einen nächsten kleineren Abschnitt führt. Die war irgendwo hier hinten und das war's schon gewesen. Das ist ja gut. Ich dachte hier, das wäre schon total lange her gewesen. So, jetzt muss ich allerdings erstmal nur die Stelle finden.
Geht's hier durch? Das ist gar nicht. Nee. Hab ich mich vertan. Na gut, na gut, na gut, na gut. Der Gordon hat das hier wieder souverän gemeistert. Man kennt ihn, man kennt ihn. Man liebt ihn. Man schätzt ihn. Man weiß ihn zu schätzen, sagen wir es lieber so. Und ja, dann können wir jetzt ruhigen Gewissens hier wieder umherstreifen. Aber wo ging es denn hier nochmal lang? Ja, ich könnte jetzt natürlich nochmal die alte Folge gucken, aber ich meine, es wäre hier oben gewesen. Aber komisch. Es war eine Tür, auf die ich zugegangen bin. Und dann fuhr ich mit dem Aufzug nach unten. Ging es hier vielleicht rüber? Ja, stimmt, so war das. Es war so ein kleines bisschen versteckt. So nämlich. Ah, wunderbar. Mein Gott, und ich dachte, ich hätte weiß was nachzuholen hier so. Noch wenig Zeit zum Spielen und so weiter. Und jetzt sitze ich hier und muss noch eine Dreiviertelstunde das alte Kapitel neu spielen. War ja gar nicht so. Übrigens, also Surface Tension möchte ich mir wirklich nochmal angucken mit euch. So als kleines Special quasi. Mit den Veränderungen da drin, weil das würde mich echt interessieren. Und zwar mache ich das, denke ich mal, als ein einziges Video. Als ein langes Video, das Kapitel Surface Tension. So, aber jetzt, hier war ich nämlich noch nicht. Waren hier nicht Hundis? Ich weiß es gar nicht mehr. Lambda-Komplex. Nee, hier war ich noch nicht zugange. Und es sieht hier nicht gut aus. Hier sieht es aus, als könnte man hier wunderbar kämpfen. Da liegt das. Aha. Ach, du Scheiße, das sind die Großen. Oh, fuck. Nummer 1. Da habe ich eine Granate geschmissen. Hahaha, damit hast du nicht gerechnet, Kumpel. Kommt noch jemand? Wenn keiner mehr kommt, dann jagen wir unser kleinen Bierchen hier mal wieder los. Oder war das nur einer? Guck mal, die fliegen geradeaus weiter. Es waren zwei. Ich glaube, ich speichere mal. Gespeichert. So. Jetzt bin ich ein bisschen mutiger. Da beschweren sie sich. So, das nehme ich noch nicht mit. Du Fucker, ey. Was geht ab? Ey, von hinten kommen sie. Huch, ist die eine Waffe schon wieder leer. Ich werde verrückt. Ich meine, der Angriff von denen ist ja jetzt nicht wirklich schlimm, ne? Zack. So, jetzt wollen wir mal hier... Ach, jetzt ging hier eine Leiter runter. Das ist interessant. Wollen wir mal ein bisschen pro-gamen. Mach mal kurz einen Prozess, statt hier herum zu... I apologize, Dr. Freeman, but I'm sure you understand that I couldn't risk opening that door until you had scoured the area. Scoured ist gut, du Coward. This is the last entrance to the Lambda Complex. Every other has been sealed off to contain the invasion. When we realized that you might actually make it here, we drew straws to see who would stay behind and let you through. Obviously, I drew the short one.
My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Es hat sich an der Größe des Penis orientiert, wer den Kürzeren gezogen hat. Ganz automatisch. The reactor is shut down right now. But you can activate it on your way up. You'll have to flood the core anyway to get into the teleportation labs. You're not authorized to know about those. But I can see you already know a great deal more than any one man is supposed to. Als wenn jetzt noch irgendwen irgendwelche Autorisierungsbefugnisse interessieren, weißt du? Hab was getrunken. Mein Chor wach. Oh, hier liegt was. Iiii, zappelt ja wie so ein Fisch. Perhaps you should ready more bullets? Guck mal, wie ich den jetzt versaut hab hier. Oh, eine Experimentalwaffe, noch eine weitere Waffe. Das ist ja cool. Ah. Ist mal die Venen gedrückt, das Zeug. Fuck. Vergessen den Timer wieder zu starten. Ach, macht nichts, macht nichts. Da gibt's halt eine lange Folge. Freut sich ja auch mal der ein oder andere oder die ein oder andere. Ich weiß ja, dass ja auch einige Frauen bei sind, die sich das angucken. Zum Beispiel die gute alte Toadette. Toadette ist auch schon extrem lange dabei und behält meinen Kanal immer mal wieder im Auge. Und hat sich auch die anderen Half-Life Let's Plays angeguckt. Schön, dass du dabei bist. Was ist das denn? Ghostbuster? Ja, ich trinke nur kurz. Sorry. Ja, coole Waffe auf jeden Fall. Ach so, ich hätte hier Ziele anmachen müssen. Okay, gut, wir gehen mal. Ja, sorry. Du hättest mir das erklären müssen. Bin schon badass irgendwie. So, aber da geht auch ordentlich Munition bei drauf. Puh. Weiter geht's in Richtung Lambda-Kern, damit wir zum Teleportationsraum kommen können. Ich dachte gerade, ich hätte schon wieder was gehört. Oh ja, die Hunde. Speichern mal. Ach, die sind da unten zugange, kann das sein? Ah! Nicht so ganz. Shitty! Ihr Mistviecher! Wo kamt ihr denn jetzt her? Shit. Oh, hier ist aber... So, Gordon, mal schön nachladen, ne? Hab gehört, das soll hilfreich sein. Ah, fuck you. Cool. Reaktorraum. Oi, 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 oi. Hilfe, Hilfe. Kühlungssystem. Schande. Das ist aber irgendwie ein bisschen gruselig, oder? So, wir müssen erstmal bei allen Dingen gucken, die wir tun können. Warum wackelt das hier so? K-
Kühlsystem. Kühlsystem 1. Muss hier bestimmt auch irgendwas machen in der Richtung. Aktivieren, kühlen. Hier ist ein langer Gang, da kann ich mich irgendwie verstecken. Da beamen sich jetzt bestimmt die Aliens hin. Nicht? Nicht, okay. Lalalala. Der Gordon hat jetzt zu tun. Jetzt geht's im Reaktor an den... Oh, ein großer Raum. Hey, Mensch! Na toll. Ich glaube, für die ist die Schrotflinte echt viel... Hoho! Habt ihr dich gesehen? War das cool oder was? Wenn was cool war, dann war es das. Gordon... Du bist zwar alt, Anne, Quatsch, der Gordon ist ja in diesem Teil erst 27 Jahre alt. Das dürfen wir nicht vergessen. Ist noch ein junges Hüpferchen. Kühltank. La 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 la. Ich könnte aber noch mal ein bisschen was zum Auffüllen gebrauchen, ein bisschen was zum Heilen. Denn diese Hundis, die haben mir echt ganz schön zugesetzt. Oh, dieses Stromgebrupper. Da oben ist ein Leck. Muss ich das vielleicht reparieren? Obwohl, das wäre, glaube ich, zu abgefahren. Das ist ja was reparieren. Wo, wo, wo? Was? Bitte wie? Mann, ich hasse das so sehr. Ach du Schande, nur noch 15, Wie kannst du mich so treffen, wenn ich dermaßen zu Fuß unterwegs bin? Ärgerlich, oder? Naja. Aber niemand hält den Gordon hier einfach so auf. Huch. Gott. Ah, ah, ah. In die Falle getapst. Ich höre es doch schon wieder. Aber diesmal habe ich sowas gehört wie... Ja, so ein Zombie-Gestöhne. Den hatten wir übrigens lang nichts mehr zu tun. Ach, ich bin nur hier ein Stockwerk wieder tiefer. Hä? Ach nee, ich bin einfach auf der anderen Seite. Ja, dann gucken wir doch mal hier im Kontrollraum. Oh, oh du, das kann doch nicht wahr sein. Mist. Ja, jetzt bin ich aber wirklich fast hinüber. Jetzt muss ich aufpassen. Wirklich aufpassen. 40, das ist jetzt nicht so der Hammer. Oh Mann. Nö. Lass das mal auf. Hier gibt es ja noch irgendwas zu erledigen für mich. Wieder gespeichert. Let it go. Let it go. La 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 la. Kennt ihr das Lied von Frozen? Das kann ich auf der Ukulele spielen. Ist zwar voll das Mädchenlied, aber irgendwie auch ganz schön. Nein, ich finde diese Akkordfolge auf der Ukulele einfach super. Ich weiß ja gar nicht, ob hier irgendwer ein Instrument spielt, geschweige denn Ukulele. Wobei Ukulele kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Denn das ist so leicht zu spielen. So ein super leicht zu lernendes Instrument.
womit man so schnell Erfolge hat, ne? Einmal das Fingerchen irgendwo drauf gedrückt und ein bisschen Gefühl für Rhythmus. Das ist doch nicht zu glauben. So, what have I done? Ach, ich habe nur die Türen geöffnet. Oh Mann, ich brauche echt Lebensenergie, Leute. Na gut, in der nächsten Folge geht's hier weiter. Ah, ich glaube, du hast gerade so eine Kopfkrabbe gegessen. Das ist natürlich sehr hilfreich. Macht's gut. Bis zum... Was? Das kann doch nicht sein. Was? Das hat mich kaputt gemacht. Oh mein Gott. Wo leben wir denn hier? Wo kommt ihr denn her, Mensch? Na gut, in der nächsten Folge kümmern wir uns um diese kleinen Tierchen. Warum ist denn die Tür zu, auf? So, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.